So, da man uns jetzt von allen Seiten versucht einzukesseln, gehen wir mal einfach hier durch ein Shopping Center. Ja. Und da werden sie jetzt dann auch Autos hinbeordern, auf die andere Seite garantiert. Was das kostet, ne? Und wer bezahlt, das ist die Frage, ne? Gut, soll uns egal sein, ne? Also ich habe gerade unsere ersten drei Reihen durchgezählt, da waren wir schon über 30 Leute. Also schätzungsweise sind wir dann mehr als 150 Leute, würde ich sagen. Ja. So, jetzt rennt auch schon hier im Kaufhaus, in der Einkaufspassage, diese möchte gern Polizisten, diese brutale Prügeltrupp von Angela Merkel rum, sichern den Eingang oder Ausgang da vorne. Es scheint so, als also hier kommen noch unsere ganzen Patrioten, unsere ganzen Freunde. Ja. Schon witzig, wie die da nach vorne gerannt sind, da zu dem Ausgang. Und da steht dann auch nochmal am Ausgang, aber wir haben ja auch mehrere Ausgänge. Und die haben die garantiert aber auch besetzt. Ja? Die werden nervös, weil wir ein bisschen spazieren gehen. Ja? Das Schlimme ist, dass die uns wie Schwerverbrecher behandeln. Das ist das Allerschlimmste. Ne? So. So, dann gehen wir auf der anderen Seite raus und da werden sie uns garantiert auch empfangen. Ja. Das ist das. Gibt es wieder her. Was? Stimm jetzt mal ein, wir sind das Volk. Ich? Ja. Wir sind das Volk! 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 Wir werden hier behandelt, als wären wir Verbrecher. Bitte? Ja, ist mir egal. Wir dürfen nicht frei uns bewegen, wir dürfen nicht spazieren gehen. Wir werden behandelt, als wären wir hier Verbrecher. Das müsst ihr euch mal echt antun. Während im Park, keine paar hundert Meter von hier, 100 Meter, die uns von wegen, die Leute wie die Hühner auf der Leite zusammensitzen, da wird nichts gemacht. Aber wir werden hier eingekesselt, wie die Schwerverbrecher behandelt. Das ist das allerletzte. Und das haben wir alles Angela Merkel zu verdanken. Diese Leute hier, ich frage mich, wann die uns einen Stern auf die Arme drücken. Das grenzt hier wirklich an Verfolgung. Das grenzt hier an Verfolgung. Die eigene Polizei hält hier alle fest. Das ist nicht mehr normal. Nein, weil wir gemeinsam spazieren gegangen sind. Das ist nicht mehr die Polizei, dein Freund und Helfer. Das ist der Terrortrupp von Angela Merkel, die alle Leute zusammenprügeln. Da sind sie doch auch schon wieder. Wieso? Weil die bekloppt sind. Warum jetzt? Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Die kosten uns an. Nazi-Polizei! Nazi-Polizei!
Nazi-Polizei! Nazi-Polizei! Ich frage mich, wann die das eigene Volk dann noch einen Stern aufdrücken oder hier alle in irgendein Konzentrationslager stecken. Das ist jetzt wie immer noch. Ja. Wie viele die schon umgebracht haben, zu Tode geprügelt haben. Komm. Ja, klar. Wir müssen hier beim anderen sein. Ja. Der ist vorne, ne? Ja. Madeleine, komm. Madeleine, zack. Das müsst ihr mal euch vorstellen. Im Millennium des 20. Also ehrlich, im 21. Jahrhundert, ne? Es ist nicht mehr normal. Ist kein Problem, ich habe sie alle drauf. Ja, die haben uns eingekesselt. Das kennen wir doch schon. Meine Borgo, die geht bis 20 Uhr, da kann der auch nicht wieder rausgehen. Ja. Das ist nicht mehr normal, was die mit uns hier abziehen. Schönen Abstand halten. Da stehen die, lassen uns nicht raus.